Nur Solisten oder war es doch eine kleine Gruppe, Chor, ein kleines Orchester? Also ich würde sagen, man muss auf jeden Fall zunächst einmal von dem Normalfall ausgehen, wo bei Bach die Instrumentalgruppe und die Vokalgruppe etwa gleich stark waren. Und wenn wir die Angaben, die von Bach selber stammen, wörtlich nehmen, dann war sein Ideal ein vierstimmiger Chor, der mit drei oder vier Stimmen pro Stimmlage besetzt wurde. Das bedeutet also einen Chor von 12 bis 16. Und bei der Matthäus-Passion müssen wir das verdoppeln. Und im Orchester mit den Sonderinstrumenten haben wir sogar noch mehr. Also wir haben sicher ein Orchester mit jeweils mindestens 20 Spielern in den beiden Orchestern. Und das gibt dann einen Aufführungsapparat von sicher 50 bis 60. Das ist aber ein Ausnahmefall. Ja, weil es war ein Riesenapparat für das damalige Zeit. Kann man das voraussetzen, dass im Orchester so viele Personen beteiligt waren, wo doch die Stadtpfeife und die Kunstgeiger eigentlich jedes Instrument beherrschen mussten und auch in der Lage waren, die Instrumente zu wechseln, je nach Bedarf? Ich weiß das nicht. Wenn man die Streicherbesetzung sich anschaut, dann sind mindestens alle Pulte doppelt besetzt. Ach so. Also das ist auf jeden Fall, klar. Und dann muss man nur die Bläser zusammenziehen. Die spielen ja teilweise wirklich parallel. Also die Flötisten konnten nicht zur Oboe greifen, sondern die mussten zusammenspielen. Da braucht man also in jedem Chor zwei Flöten und in jedem Chor zwei Oboen. Das addiert sich sehr schnell zu einem ziemlich großen Apparat, verhältnismäßig groß. Es sind ja auch nicht allein die Kunstgeiger und Stadtpfeifer, die da teilgenommen haben, sondern bei so einer Aufführung natürlich auch alles an Studenten, was verfügbar war, wurde halt zusammengetrommelt. Wir wissen das ja, dass da extra Zahlungen dann stattgefunden haben. Also da hat man schon alles mobilisiert, was machbar war. Und der Stadt war sicher auch stolz, so eine Gottesdienst, könnte man sich denken. Ne? Und wenn man denkt, dass dann so Sonderinstrumente wie Viola da Gamba oder Laute erscheinen, man muss eigentlich davon ausgehen, dass die Laute die ganze Zeit mitgespielt hat. Die Continuo-Gruppe praktisch bedient, nicht erst also gegen Schluss erscheint und dann erstmal stimmen muss und dann wird das Solo gespielt. Also der Apparat war verhältnismäßig groß. Also für die Bachzeit wahrscheinlich enorm. Die Leute haben noch nie so etwas gehört. Das muss man sich sagen. Das ist für uns heute, wenn wir Mahler Symphonie der 1000 oder so anhören, das ist gar keine Besonderheit, wenn eine Bachsche Passion mit großer Besetzung aufgeführt wird. Aber das Problem für uns ist, dass die monumentale Gewalt der Matthäus-Passion in der kleinen Barockbesetzung, die wir heute bevorzugen, nicht so vorhanden ist, wie wenn Wilhelm Mengelberg mit 200, 300 Leuten die Passion aufführt. Ja. Das ist ein Dilemma. Aber es ist auch kurios zu sehen, dass wenn Mendelssohn das zum ersten Mal macht, und wir reden dann authentisch, aber mit Klavier in der Mitte und Klarinetten, keine da Caccias, dann war es auch ein kleines Apparat. Im Chor und Orchester war auch nicht riesig, das war zu Hause gemacht. Und dann jedes Mal, wenn es wieder aufgeführt wird, irgendwo in einem Festival, wird es größer, größer, größer. Und man kommt bald nach 10, 15 Jahren bis Besetzungen, wo man plötzlich einen Chor von 200, 250 Leuten hat. Und damit auch, finde ich, verliert so ein Stück. Es hat viel Gewalt, aber es verliert alle Möglichkeiten von polyphonisch zuhören. Ja. Und ich glaube, das ist doch auch eine große Wichtigkeit bei dieser Musik. So irgendwo eine gute Balance zu finden zwischen nicht zu groß und nicht zu klein. Ja. Also ich glaube schon, dass die Tatsache, dass Mendelssohn die erste Aufführung in einem Konzertsaal gemacht hat, dass das dazu geführt hat, die Matthäus-Passion als ein christliches und später sogar als ein im Wesentlichen religiöses Kunstwerk zu verstehen. Nicht mehr so sehr liturgisch, sondern ein Kunstwerk, das alle religiösen Aspekte irgendwo anspricht. Und ich erfahre das, wenn ich mit meinen Studenten in Harvard die Matthäus-Passion oder vergleichbare Werke bespreche, da habe ich
Protestanten, Katholiken, Juden, Muslime, Buddhisten im Hörsaal. Und die sind alle gleichermaßen gepackt von der religiösen, tiefen Empfindung, die aus diesem Kunstwerk doch spricht. Ja. Kann man erklären eigentlich, warum Bach so eine schöne Edition gemacht hat, wie wir da haben, wirklich wunderschön geschrieben, mit den Bibelwörtern nochmal in andere Farbe, sich so viel Mühe gegeben hat. Hat das einen Grund gehabt? Wollte er das vielleicht einer schenken? War es für ihn ein Hauptwerk, was er selber auch so verstanden hat? Es war sicherlich eins seiner Hauptwerke, er muss es so gesehen haben. Ein solch großes Stück jemals gedruckt zu sehen, wäre wahrscheinlich im 18. Jahrhundert völlig ausgeschlossen gewesen. Trotzdem hat Bach natürlich die Werke, auf die es ihm selbst ankam, mit denen er sich vielleicht definiert hat, also doch schon dafür gesorgt, dass die in ansprechender Form, in gültiger Form schriftlich niedergelegt sind. Und sowas stellt die Reinschrift der Matthäus-Passion zweifellos dar. Ich glaube auch, dass er die Reinschrift der Matthäus-Passion als ein wirkliches Dokument auch seiner Kunst betrachtet hat. Man kann ja sehen, dass er am Anfang, da ist ihm offenbar ein Tintenfass umgekippt, da hat er das repariert. Da hat er diese Stücke angeklebt und dann neu beschrieben. Er hat also ganz großen Wert darauf gelegt, dass diese Partitur nicht in ihrem Schönschrift- und Dokumentencharakter beeinträchtigt wurde. Und weiß man etwas über die Geschichte von der Matthäus-Passion nach dem Tode von Bach? Ich weiß, Graf Immanuel Bach hat Teile davon benutzt in seiner Matthäus-Passion, aber weiß man überhaupt, ob die Nachfolger von Bach überhaupt noch mal wieder die Matthäus-Passion aufgeführt haben? Ist etwas bekannt darüber? Da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Ist sehr wenig bekannt. Auffällig ist, dass der Berliner Musiktheoretiker Friedrich Wilhelm Marpurg in den 1750er Jahren den Eingangschor ganz genau beschreibt und das dialogische Prinzip beschreibt und auch die Textworte wiedergibt. Wir wissen jetzt nicht, hat er die Partitur eingesehen oder hat er das Stück vielleicht mal gehört? Hier ist so ein Fall, wo man einhaken könnte. Und das Zweite ist, dass gleichfalls wieder ein Berliner Musiker, Johann Friedrich Hering, um 1770 vielleicht, sich die Partitur abgeschrieben hat und gleichzeitig auch noch mit allen Originalstimmen verglichen hat. Also ganz genau eine Abschrift angelegt, die auch für praktische Zwecke hätte benutzt werden können. Vielleicht stand hier im Hintergrund zumindest der Plan einer Wiederaufführung. Das wäre dann 50 Jahre vor Mendelssohn gewesen. Wir wissen natürlich nicht, ob das jemals zustande gekommen ist, aber Ansätze hat es vielleicht gegeben. Ja, ich muss sagen, dass mir die Matthäus-Passion wie kein anderes Bachsches Werk immer ganz besonders unter die Haut geht. Und ich frage mich, woher das kommt. Die beste Erklärung, die ich dafür finde, ist, dass in diesem Werk wie in keinem anderen Bach ganz unglaublich differenziert in seiner Tonsprache. Es gibt ganz große Formen, es gibt ganz kleine Formen. Wir haben dramatische Rezitative, wir haben verschiedenartige Rezitative. Wenn Christus spricht, wird seine Sprache überhöht durch eine Streicherbegleitung. Wir haben ganz rasch vorlaufende Stücke, dann haben wir verhaltene Dinge, also etwa so eine Passage wie »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen« in Astur ist ein musikalischer Satz und eine theologische Aussage, wo einfach Inhalt und Form perfekt übereinander gebracht wird. Und hinzu kommen dann noch die Choräle mit den verschiedenen Melodien, verschiedene Harmonisierungen und das Klangfarbenspiel von den verschiedenen Instrumentalkombinationen, ob es nun tiefe Oboen sind mit hohen Flöten und Blockflöten auf einmal, eine Viola da Gamba, alles um die Tiefen und Höhen der